Irgendwo, nicht weit von der Erde, kämpft ein Stern ums Überleben und explodiert als gewaltige Supernova. Zurück bleibt eins der seltsamsten Phänomene im Weltall, ein schwarzes Loch. In unserer Galaxie gibt es möglicherweise Millionen von ihnen. Doch jetzt gibt es Beweise für etwas noch viel Unheimlicheres. Schwarze Löcher von unvorstellbarer Gewalt und Größe. Das ist eine große Galaxie und da unten in der Mitte, was wir nicht sehen, ist ein schwarzes Loch mit einer Masse von 1 Milliarde Sonnen. Astronomen studieren sie jetzt so genau wie nie zuvor und entdecken, dass sie größer, stärker und zerstörerischer sind, als je einer gedacht hätte. Wir wollen glauben, dass schwarze Löcher weit weg sind. Doch was, wenn sie direkt vor unserer kosmischen Haustür lauern? Ein Team aus Europa und eins aus den USA stehen in einem technologischen Wettstreit. Wer wird als erster ins Zentrum der Galaxie blicken? Heute gibt ein herausragendes neues Experiment den Astronomen erste Einblicke ins Innere eines schwarzen Lochs. Das Monster der Milchstraße. Ein schwarzes Loch, was ist das eigentlich? Nun, wenn ein Stern größer als eine Sonne auf extrem kleinen Raum komprimiert wird, dann kann selbst der Raum dem nicht mehr standhalten und kollabiert zu einem Punkt, auf einer Nadelspitze. Die Verhältnisse in der Nähe eines solchen schwarzen Loches sind unglaublich. Jede Masse, die sich einem schwarzen Loch nähert, wird unweigerlich verschluckt. Selbst Licht kann so einem Nimmersatt nicht mehr entkommen. Und wenn kein Licht mehr entweicht, dann ist eben der Bereich um ein schwarzes Loch herum stockdunkel. Daher der Name. Selbst die Zeit dehnt sich bis ins Unendliche. Wir kennen inzwischen sehr viele solcher schwarzen Löcher. Selbst im Mittelpunkt unserer Milchstraße lauert ein schwarzes Loch von der Größe von 2,6 Millionen Sonnenmassen auf einer Nadelspitze. Wie entstehen eigentlich solche schwarzen Löcher? Werden sie irgendwann mal das gesamte Universum verschlucken? Und wie lange leben sie eigentlich? Alles äußerst interessante Fragen, auf die wir heute eine Antwort wissen. Entdecken Sie mit mir heute also die Giganten, die Monster des Universums, die schwarzen Löcher. Eine neue Ära der Astronomie hat begonnen. Hochmoderne Geräte im Weltall entdecken jetzt ein von gewaltigen Ereignissen gebeuteltes Universum. JPL.com, Chandra C. In fernen Galaxien wurden Astronomen Zeuge, wie Raum und Zeit durch unvorstellbare Ausbrüche erschüttert wurden. Würde man das auf irdische Ausmaße übertragen, wäre es in etwa vergleichbar mit 1 Billion Billionen Billionen atomarer Explosionen. Doch wie kommt es zu derart viel Kraft? Was immer es ist, es existiert mitten in unserer Milchstraße. Wissenschaftler glauben, es handelt sich um das größte und gewaltigste Objekt im Universum, das dennoch nicht leuchtet. Man nennt es schwarzes Loch. Gleichungen von Albert Einstein zufolge ist ein schwarzes Loch ein stark verknotetes Gebilde aus Raum und Zeit. Der berühmte Wissenschaftler dachte jedoch nicht, dass so etwas in der Natur existieren könnte. Albert Einstein mochte die Vorstellung von schwarzen Löchern nicht. Für ihn waren sie ein Gräuel, etwas, das die Natur vermeiden sollte. Orte, wo Raum und Zeit sich unendlich verknoten, war für ihn etwas, das es nicht geben dürfte. Schwarze Löcher sind definitiv die Monster des Universums. Und man hielt sie immer für merkwürdig. So merkwürdig, dass man dachte, es gäbe sie in der wirklichen Welt vielleicht gar nicht. Nur weil Gleichungen zeigen, dass es sie geben kann, heißt das nicht, dass das echte Universum sie hat. Dass etwas seltsam Mächtiges im Zentrum unserer Galaxie lauert, wurde erstmals vor 75 Jahren bekannt. Erste Radioteleskope nahmen eine Art zischendes Geräusch auf. Als junger Astronom wollte Eric Becklin unbedingt mehr über diese mysteriöse Energiequelle erfahren. Doch zunächst musste er sie finden. Es gab eine Radioquelle namens Sagittarius A, eine sehr starke Radioquelle.
Man war sich jedoch nicht einmal einig, ob es überhaupt das Zentrum war oder nicht. Astronomen wussten, dass die Zentren anderer Galaxien voll mit Sternen sind. Doch als sie versuchten, ins Innere unserer Galaxie zu blicken, lagen diese Sterne dunkel hinter einem dichten Nebelschleier. Zwischen uns und dem Zentrum der Galaxie liegt so viel Staub, dass man es gar nicht sieht. Im galaktischen Zentrum sieht man die Sterne nicht, nicht einmal mit den besten Teleskopen. Becklin wusste, dass manche Lichter, die wir nicht sehen, es durch den Nebel schaffen. Infrarot zum Beispiel reist in etwas längeren Wellenlängen. Infrarote Strahlung gelangt durch den Staub, weil ihre Wellenlängen länger sind und der Staub sozusagen auf den Infrarotwellen reitet. In den 60er Jahren kaufte Becklin einen Infrarotdetektor von einem Armeeelektriker und steckte ihn ans Ende eines Teleskops. Das war im August 1966. Es war eine herrliche Nacht. Als wir mit dem Infrarotdetektor durchs Teleskop schauten, sahen wir immer mehr Sterne. Und das Signal wurde mit jedem Stern immer stärker. Je mehr wir uns dem Zentrum näherten, sahen wir immer noch mehr Sterne. Und zum ersten Mal sahen wir sogar durch den Nebel. Und dann kam ein sehr dichter Punkt, der sogleich wieder schwächer wurde. Und ich wusste sofort, dass das Zentrum unserer Milchstraße war. Und dass ich die erste Person war, die die Sterne im Innern unserer Galaxie gesehen hatte. Eric Becklin hatte das Herz der Milchstraße entdeckt, genau den Ort, wo sich die mysteriöse Energiequelle befindet. Doch seine unglaubliche Kraft bedeutete, dass dies kein gewöhnlicher Stern sein konnte. Wissenschaftler glaubten, die einzig plausible Erklärung für dieses Geheimnis wäre exakt die, die Einstein abgelehnt hatte. Ein Objekt, das Erklärungen trotzt. Was ist ein schwarzes Loch? Es ist ein monströses, unheimliches Gebilde. Es ist ein Punkt unendlicher Dichte. Wir haben es immer noch nicht komplett verstanden. Es ist ein Bereich, wo Raum und Zeit sich vermengt haben. Ein schwarzes Loch ist ein Raum, wo die Gravitation so stark ist, dass es selbst Licht absorbiert. Es kommt der Punkt, wo nicht einmal Licht nach außen dringt. Und wenn kein Licht mehr entkommt, schafft man es selbst auch nicht. Und wenn man selbst oder das Licht nicht mehr entkommt, nennt man das ein schwarzes Loch. Anders kann man es wirklich nicht beschreiben. Willkommen in der sonderbaren Welt extremer Physik, wo Raum und Zeit buchstäblich in den Abgrund stürzen. Hier stürzt ein Stück Weltraum in ein schwarzes Loch. Als würde ein Fluss einen Wasserfall hinunterstürzen, nur dass es Weltraum ist, der über die Klippe stürzt. Als würde ein Kajakfahrer auf einem reißenden Strom flussaufwärts paddeln. Sie werden ins Innere des schwarzen Lochs gezogen. Die Gravitationskraft funktioniert wie eine Rückströmung. Je näher man kommt, desto stärker wird die Strömung. Irgendwann erreicht man den Ereignishorizont. Und von da gibt es kein Zurück mehr. Materie gelangt in die Oberfläche des schwarzen Lochs, sinkt bis runter zum Zentrum und wird dort in einer Region zerstört, wo Raum und Zeit verdreht sind. Sie verschwindet einfach. Nichts überlebt die Begegnung mit schwarzen Löchern. Sie gewinnen jedes Mal. Sie reißen alles in Stücke und fressen es auf. Dann rülpsen sie und sind bereit für den nächsten Gang. Die Schwerkraft an den Füßen wird in der Nähe eines schwarzen Lochs stärker als die Schwerkraft am Kopf. Man fühlt, dass etwas einen auseinanderreißt. Die Gezeitenkräfte werden unweigerlich stärker, wenn sie die Molekularkräfte, die das menschliche Fleisch zusammenhalten, übersteigen. Man bewegt sich also durch Raum und Zeit wie Zahnpasta durch eine Tube. Schließlich werden die Atome im Körper auseinandergezogen. Man wird quasi zu Spaghetti. So seltsam sie auch sein mögen. Schwarze Löcher sind ein Produkt des uns bekannten Universums mit Sternen und Schwerkraft.
Sie entstehen in einem riesigen Stern, dem sogenannten Roten Riesen. Er wiegt 10-mal mehr als unsere Sonne, erlischt jedoch bereits nach einem Bruchteil der Lebensdauer der Sonne. Tief im Innern wird es durch die Schwerkraft mehrere Milliarden Grad heiß. Helium und Kohlenstoff verbinden sich zu schwereren Elementen. Sauerstoff, Silizium, Schwefel. Dann implodiert der Stern durch die eigene immense Schwerkraft und löst eine Druckwelle aus. Der Stern gräbt sich tiefer ins All und wird in einer gigantischen Explosion zur Supernova. Was übrig bleibt, ist ein nur 16 Kilometer breiter, dichter Kern aus subatomaren Partikeln, ein Neutronenstern. Er ist so dicht, dass ein Teelöffel Neutronensternmaterie rund 1 Milliarde Tonnen wiegen würde. Irgendwann ist der Druck der Schwerkraft so groß, dass die Neutronen erdrückt werden und nichts übrig bleibt, um den kompletten Zusammenbruch aufzuhalten. Ein schwarzes Loch ist geboren. Es hat 1 Million Mal so viel Materie wie die Erde, die jedoch so stark komprimiert ist, dass das Loch buchstäblich das uns bekannte Universum verlässt. Die Folgen dieser Masse sind immer noch in unserem Universum zu finden. Sie ist immer noch da, weil es eine Falte im Weltall erzeugt, die sich bis nach unten durchzieht. Sie ist zu einem Loch geworden. Am besten stellt man sich Stoff vor, der so verknüllt ist, dass man seinen Finger nicht mehr rausbekommt, wenn man ihn reinsteckt. If you stick your finger down in there, you ain't getting it back. Wenn schwarze Löcher die dunklen Überreste toter Sterne sind, könnte die Milchstraße voll davon sein. Aber wie studiert man etwas, das jeder Entdeckung trotzt? Wir wissen ganz genau, wie sich ein schwarzes Loch auf seine Umgebung auswirkt. Auf andere, nahegelegene Sterne, auf Gas, das zu nah herankommt. Werden wir ein schwarzes Loch je zu sehen bekommen? Nein. Aber das ist auch nicht wichtig. Was wirklich wichtig ist, dass wir seinen Fußabdruck sehen können. Auf der Suche nach dem Fußabdruck eines schwarzen Lochs befindet sich Eric Becklin auf einer lebenslangen Mission, das Zentrum unserer Galaxie zu erforschen. Die Milchstraße ist eine riesige, sich drehende Scheibe mit mehreren Milliarden Sternen. Unsere Sonne befindet sich in den friedlichen Vororten außerhalb. Becklin will ins Zentrum, zu den aufregendsten und gefährlichsten Zonen der Galaxie. Doch für den letzten Teil der Reise bräuchte er Hilfe. Also wendet er sich an einen aufgehenden Stern der Astronomie. Andrea Goetz glaubt, ein schwarzes Loch im Zentrum unserer Galaxie kann man nur entdecken, wenn man den Sternen drumherum folgt. Rund 30 Jahre gab es immer die Frage, ob es im Zentrum unserer Galaxie ein gigantisch großes schwarzes Loch gibt. Die beste Methode, um das herauszufinden, ist, die Sterne im Zentrum der Galaxie beim Kreisen zu beobachten. Gerds Team schlägt sein Lager auf am neu gebauten Keck-Teleskop auf dem Gipfel des Mauna Kea-Vulkans auf Hawaii. Es ist das größte Teleskop, das je gebaut wurde. Unsere Sicht bis zum Zentrum der Galaxie ist einfach perfekt. Die Tatsache, dass wir Sterne im Zentrum der Galaxie ausmachen, ist so, als könnte man von Los Angeles aus sehen, wie jemand in New York leicht mit dem Finger wackelt. Mit dieser Genauigkeit können wir etwas messen, das 26.000 Lichtjahre von uns entfernt ist. Madeline, du kannst anfangen. Das ultimative Experiment, mit dem wir wirklich zeigen konnten, dass es ein schwarzes Loch gibt, war, mit größtmöglicher Präzision die Umlaufbahn einzelner Sterne im galaktischen Zentrum zu beobachten. Doch Sterne im Zentrum der Galaxie waren nicht das Einzige, das Goetz und Becklin im Auge behalten mussten. Es gab da noch eine zweite Gruppe in den Bergen Chiles, die auf der gleichen heißen Spur waren, geleitet von Reinhard Genzel aus Deutschland. Der hier ist zu dicht für eine willkürliche Ansammlung von Sternen.
Wir hatten die Vermutung, dass es schwarze Löcher im galaktischen Zentrum gibt. Aber um sicher zu sein, dass es sie wirklich gibt, mussten wir so nah wie möglich an sie ran. Jetzt können wir sehr genaue Messungen vornehmen und beweisen, dass es schwarze Löcher gibt. Beide Teams wollten als erstes beweisen, dass es in unserer Galaxie ein gigantisch großes schwarzes Loch gibt. Doch Genzel und sein Team hatten schon 3 Jahre Vorsprung. Die fantastische Präzision des Keck-Teleskops ist für Getz und ihr Team das Ass im Ärmel. Mark Morris sucht das galaktische Zentrum schon länger. Während wir gerade erst anfingen, hatten die Deutschen in Sachen galaktisches Zentrum schon einen Vorsprung. Wir wussten, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen würden wir sie mit ihrem 2,2-Meter-Teleskop verglichen mit unserem 10-Meter-Teleskop vom Platz fegen. Der helle Fleck hier oben ist der Stern, der uns auch das schwarze Loch gebracht hat. Wir waren total aufgeregt. Andererseits hatten wir aber auch 5 Jahre lang Daten angehäuft, um zu sehen, dass sich die Sterne bewegten. Doch, was war das für ein kosmisches Ungeheuer, das Sterne anzieht? Das ist unsere Karte. Und hier das Zentrum der Galaxie. Es gibt ein größeres Sternencluster, das in der Mitte unserer Galaxie kreist. Das Experiment funktioniert folgendermaßen. Man macht ein Bild, wo alle Sterne drauf sind, und dann nach einer Weile noch ein Bild. Und dann schaut man, ob es sich bewegt hat. Beim zweiten Bild können wir sehen, dass wir recht hatten. Die Sterne hatten sich eindeutig bewegt. Die erste Aufgabe war, die Größe des Objekts anhand seiner Schwerkraft zu messen. Hier ist also das schwarze Loch. Je größer es ist, desto mehr Anziehungskraft besteht. Je mehr Anziehung nah am schwarzen Loch, desto schneller werden die Sterne. Und diese Geschwindigkeit messen wir. So berechnen wir die Masse mit der Geschwindigkeit der Sterne. Andreas' Teleskop brachte den Durchbruch. Das Objekt wog unvorstellbare 3 Millionen Mal mehr als unsere Sonne. Das war jedoch noch kein Beweis für ein schwarzes Loch. Es könnte immer noch eine Ansammlung kleinerer Objekte sein. Es ist schon wirklich spannend. Alle Sterne in unserem Universum blähen sich am Ende ihres Lebens auf und bilden sogenannte rote Riesen. So wird zum Beispiel unsere Sonne so groß werden, dass sie irgendwann mal unsere Erde berührt und in sich aufnehmen wird. Aber keine Sorge, das wird noch 5 Milliarden Jahre dauern. Was dann weiter passiert, hängt von der Größe dieses roten Riesen ab. Ist er so groß wie die Sonne, macht Puff, es entsteht dann ein Reststern und den nennt man dann einen weißen Zwerg. Ist der rote Riese etwa so groß wie 1,5 bis 3 Sonnenmassen, dann gibt es einen großen Knall, das Ganze kollabiert und zwar zu dem, was wir gerade gesehen haben, einer kleinen Kugel. Und sowas nennt man einen Neutronenstern. Ist die Masse größer als 5 Sonnenmasse, passiert was ganz anderes. Es gibt eine Riesenexplosion, nämlich eine Supernova. Das Ganze kollabiert dann, die ganzen Massen kollabieren mit dem Raum zusammen zu einem Punkt. So groß wie eine Nadelspitze, eben einem schwarzen Loch. Wie weist man etwas nach, was so groß ist wie eine Nadelspitze, aber 25.000 Lichtjahre entfernt? Nun, alle Sterne in der Umgebung dieses schwarzen Loches werden irgendwie besonders von diesem schwarzen Loch beeinflusst. Wie? Das schauen wir uns jetzt an. Für die Deutschen wurde es Zeit, gleichzuziehen. Auf einem Berggipfel in Chile wurde ein sehr großes Teleskop, das VLT, eingeweiht. Das VLT und Keck verfügten nun über revolutionäre Technologien. Jahrelang hatten die Teams den Standort von Sternen per Computer errechnet, durch die Turbulenzen unserer Atmosphäre hindurch. Nun gab es ein neues System, adaptive Optik. Mit einem sehr starken Laserstrahl werden hier die Turbulenzen abgelesen. Die teleskopischen Bilder weit entfernter Sterne und Galaxien werden mittels solcher Ablesungen schärfer. Diese kleine Animation zeigt die Vorteile der adaptiven Optik. So sehen die Sterne ohne adaptive Optik aus und mit ihr erkennt man plötzlich Sterne. Die Sterne am Galaxiezentrum erkennt man besonders gut und auf die kommt es an.
Ich würde sagen, wir brauchen ein Spektrum. Absolut. Wenn alles gut läuft, bekommen wir ein Spektrum. Diese neuen Augen kamen genau zur rechten Zeit. Denn einer der Sterne kurvt haarscharf am Zentrum vorbei. 2002 macht er einen gewaltigen Sprung hier rüber. Also einmal ganz rum. Erst bewegte sich der Stern ganz langsam, drehte sich dann sehr schnell und kam dann dem zentralen schwarzen Loch gefährlich nah. Und er reist 16 Millionen Kilometer pro Stunde. Also wahnsinnig schnell. Der Stern war für die Teams nahe genug gekommen, um sehen zu können, dass er um ein riesiges einzelnes Objekt kreiste. Alle anderen physikalischen Erklärungen, was dort im Zentrum sein musste, galten nicht mehr. Es musste ein schwarzes Loch sein. Astronomen überall auf der Welt waren von den Beweisen beeindruckt. Als ich Andreas' Video zum ersten Mal sah, war ich völlig fasziniert. Dort tauchte ein Stern auf der linken Bildseite auf, drehte seine Kreise und verschwand dann in der anderen Ecke des Bilds. Und er drehte sich um einen Punkt, wo überhaupt nichts war. Dass wir mit unseren Geräten und unserem Wissen zum Zentrum der Galaxie reisen konnten, 26.000 Lichtjahre entfernt, um Beweise für ein so unglaubliches Objekt zu sammeln, war ein unglaublich großer Erfolg. Das europäische und amerikanische Team hatten damit, ohne es zu sehen, bestätigt, dass es das Schwarze Loch gab. Von unserer ruhigen Ecke ganz am Ende der galaktischen Spirale aus ist die Gewalt im Zentrum nur schwer vorstellbar. Je näher man der Mitte kommt, umso dichter wird es. Das Zentrum der Galaxie, wo es vor Sternen nur so wimmelt, wird von Astronomen als Bulge oder Auswölbung bezeichnet. Im Innern dieses Bulge geht es zu wie auf einer stark befahrenen Autobahn zur Rush Hour. In jeder Richtung herrscht Sternenstau. Es gibt dort jede Menge Gas und Staub. Und es ist der bei weitem überfüllteste Ort unserer Galaxie. Überall herrscht eine unglaubliche Dichte an Sternen. Man könnte dort nicht existieren. Es gibt zu viele Röntgen und ultraviolette Strahlung. Gaswolken stoßen zusammen. Es ist eine ungeheuer feindliche Umgebung. Astronomen wie Reinhard Genzel und Andrea Goetz legen unseren Kurs fest. Sie haben Markierungen festgelegt und dabei das gesamte Lichtspektrum durchsucht, von Radiowellen bis Röntgenstrahlen. Am Zentrum stehen die Zeichen auf Sturm. Reste einer Supernova und herumschwirrende Wolken. Hier ist nichts als Niemandsland, eine innere Zone, leergefegt von der Gier von etwas, das weiter vorn lauert. Das Schwarze Loch ist umgeben von einer Wolke mit extrem heißem Gas, das dort hineinfällt. Der Raum rund um das Schwarze Loch ist so verzerrt, dass das Licht verfälscht wird. So bizarr das klingt, die Schwerkraft eines gigantischen Schwarzen Lochs ist so breit verteilt, dass man hineinfallen und überleben könnte. Für einen kurzen Moment. Auf dem letzten Stück nach unten würde man zwar durch den Ereignishorizont fallen, man würde jedoch nichts spüren, weil der eigene Körper verglichen mit dem riesigen schwarzen Loch viel zu klein wäre. Stellen wir uns also vor, wir fallen durch den Ereignishorizont. Das ist der Ort, wo Raum schneller reist als Licht. Wir fallen tiefer in das schwarze Loch hinein. Bei einem rotierenden schwarzen Loch, was sie eigentlich alle sind, verlangsamen wir uns wieder durch die Zentrifugalkraft. Dank einer Computersimulation basierend auf Einsteins Gleichungen lässt sich die Szene heute visuell darstellen. Je näher wir uns dem Zentrum des Schwarzen Lochs nähern, treffen wir auf einen inneren Horizont, eine Anstauung von Licht und Energie. Würden wir irgendwann auf den inneren Horizont treffen, gäbe es da diese unendlich grellen Lichtblitze. Also das, was dort schon lange zu entkommen versucht und in diesem inneren Horizont festgehalten wird. Würde man wirklich in ein schwarzes Loch fallen, würde man schlichtweg verdampfen.
you would simply, unfortunately, die. Aber damit ist die Reise noch nicht zu Ende. Ein Sturm im Computer lässt sich ausschalten, nicht aber die seltsamen Vorhersagen laut Einsteins Gleichungen. Ein Gang öffnet sich, ein Tunnel durch Raum und Zeit, ein sogenanntes Wurmloch. Wir gehen durch eine unbekannte Tür, ein weißes Loch. Hier kehrt sich die verdrehte Logik von extremer Gravitationskraft um. Statt absorbiert zu werden, würden wir in die Weiten von Raum und Zeit katapultiert werden. Doch wohin? In Science-Fiction-Romanen bieten Wurmlöcher oft praktische Fluchtwege in andere Universen. In Wahrheit ist das Innere eines schwarzen Lochs vermutlich zu chaotisch und zu gewaltsam, als dass sich je ein Wurmloch bilden könnte. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist schon so seltsam genug. Doch ist das die Norm oder ist unsere Galaxie eine Laune der Natur? Um das herauszufinden, haben Astronomen ein gigantisches internationales Projekt gestartet. Sie wollen das gesamte Universum nach Galaxien absuchen, die Beweise für riesige schwarze Löcher liefern sollen. In Apache Point, New Mexico, erforschen Astronomen große Galaxien bis zu 1 Milliarde Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie bohren Löcher in verschiedene Stahlplatten, die sie mit Galaxien am Nachthimmel abgleichen. Dann kommen in die Löcher Sensoren aus Fiberglas, mit denen die Platten erstmals dazu genutzt werden können, in einer Nacht das Licht von Hunderten von Galaxien einzufangen. Die Astronomen suchen nach einer bestimmten Lichtsignatur aus dem Kern der Galaxie, ein Zeichen für heißes Gas, das in ein schwarzes Loch wandert. Ziel des Projekts mit dem Namen Sloan Digital Sky Survey ist eine Durchmusterung von einem Viertel des gesamten Nordhimmels. Man will herausfinden, aus welchen Galaxien unser Universum besteht und wie sie angeordnet sind. Von den 125 Milliarden Galaxien, aus denen unser sichtbares Universum besteht, wurden bisher 1 Million analysiert. Fast alle großen, mit rotem Kreis markiert, tragen die Signatur eines gigantischen schwarzen Lochs. Das war faszinierend. Vorher hatten wir angenommen, dass vielleicht einige Galaxien im Innern schwarze Löcher haben könnten. Aber dass jede ein schwarzes Loch hat, das fand ich überaus interessant. Je näher wir ins Innere von Galaxien vordringen, desto mehr erfahren wir über diese schwarzen Löcher. Und die Zahl steigt immer weiter an. Jede Theorie über die Entstehung einer Galaxie muss jetzt noch eine Erklärung enthalten, wie es im Innern zu einem schwarzen Loch kommt. Warum hatte jede große Galaxie im Universum am Ende ein schwarzes Loch in der Mitte? Um das zu verstehen, müssen wir ganz zurück an den Anfang, zum Urknall. Das Universum expandiert aufgrund von Energie und Materie. Mit dem Urknall wurden alle Zutaten für Entstehung mitgeliefert. Wasserstoff, Helium und andere Spurenelemente. Am Ende hatte man diese Suppe, die umgerührt wurde. Gerührt wird die Suppe mit Gravitationskraft. Über Milliarden von Jahren verwandelt sie das Universum in ein Netz aus Gas und Galaxien. Innerhalb dieses Netzes zieht die Gravitationskraft Cluster aus heißem ursprünglichem Gas an. Über mehrere 10 Millionen Jahre vereinigen sich die Wolken mit Wasserstoffgas und werden zunehmend dichter. Manche sind heiß genug, um sich zu entzünden. Die ersten Sterne entstehen. Giganten, 100-mal größer als unsere Sonne. Sie verglühen schnell und explodieren in einer Supernova. Milliarden von Jahren später fängt ein umkreisender Satellit namens SWIFT diesen Lichtblitz ein. SWIFT sind die Augen einer internationalen Astronomengruppe.
Innerhalb von 30 Sekunden, nachdem Swift einen Blitz wahrnimmt, schickt er eine Warnung über Handytelefone, Pager und E-Mails. Adam, Mike Ford calling. We have a GRB detection. Please meet me at the observatory and call the GRB team. Die Astronomen packen ihre Teleskope und rennen los. Es kommt auf jede Sekunde an. Sie müssen den Lichtstrahl einfangen, wenn sie das dunkle Geheimnis hinter diesen fernen Katastrophen erforschen wollen. Zunächst wird bestimmt, wie viele Kilometer er zurückgelegt hat, geben ihm einen Namen und legen seine Entstehungsgalaxie fest. Then we're gonna need to move the dome. Casey? Durch eine Analyse des Lichts können sie die bestimmte Signatur von neu entstandenen schwarzen Löchern herausfinden. Die weiter entfernten sind die älteste Generation von Urmonstern. Warum sehen wir diese Supernova-Blitze eigentlich erst heute, obwohl sie ja bereits vor 13 Milliarden Jahren entstanden sind? Der Grund war diese anfängliche Inflation des Universums. Die trieb ja den Raum anfänglich sehr schnell auseinander und brachte die Galaxien auf Milliarden Lichtjahre Abstand. Als dann die ersten Supernovas zündeten, brauchte eben das Licht diese viele Milliarden Jahre, um zu uns zu kommen. Deswegen sehen wir die Blitze erst heute. Das bedeutet aber auch, je weiter die Galaxien von uns entfernt liegen, umso älter sind sie auch. Indem wir uns also immer weiter entfernte Galaxien anschauen, umso weiter schauen wir in die Geschichte unseres Universums zurück, bis hin zum Urknall. Weil dann aber deren Lichtsignale immer schwächer werden, brauchen wir immer größere und immer teurere Teleskope. Und das war der Grund für den Konkurrenzkampf zwischen diesen amerikanischen und europäischen Teams, weil die nämlich die beiden leistungsfähigsten Teleskope hatten. Es gab schon sehr früh den Entstehungssamen für schwarze Löcher, die wir heute sehen. Objekte, die das Universum formen. Vielleicht wird das schwarze Loch zu dem Samen, aus dem die Galaxie entsteht. Der Gravitationssamen, der als eine anziehende Kraft genutzt wird, um den Rest, den wir heute als größere Galaxie bezeichnen, anzuhäufen. Heute können wir mit unseren großen Teleskopen in die Vergangenheit reisen. Und da haben wir herausgefunden, dass sich die Galaxien zur gleichen Zeit wie schwarze Löcher gebildet haben. Es kann also gut sein, dass sie sich gegenseitig brauchten. Diese Computersimulation zeigt, wie unsere Milchstraße entstand. Sie vergrößerte sich über Milliarden von Jahren aus einem Schwarm kleinerer Galaxien, die zusammenstießen und sich vereinten. In einem kosmischen Todestanz umkreisen sich die kleinen Galaxien und werden von der Gravitationskraft angezogen. Kommen sich zwei Galaxien zu nahe, spüren sie jeweils die Gravitationskraft des anderen. Was also als ein Ballett aus Sternen begann, die um das Zentrum ihrer Galaxie kreisten, verwandelte sich plötzlich in einen Strudel. Man kann es eigentlich nur als galaktischen Kannibalismus beschreiben. Sie fressen ihre Nachbarn oder ganze Galaxien. Mit jeder Galaxie, die im Innern ein schwarzes Loch hat, wird auch dieses schwarze Loch gefressen. Und das arbeitet sich bis zum Zentrum der großen Galaxie vor und macht das Zentrum dieser Galaxie größer. So einfach ist das. Die großen Galaxien werden größer, die kleineren werden gefressen. It's just that simple. The big galaxies get bigger. The little ones get eaten. Während sich Galaxien gegenseitig schlucken, verbinden sich die schwarzen Löcher in deren Innern und wachsen. Es gab eine Zeit vor etwa 1 bis 3 Milliarden Jahren nach dem Urknall, als sich Galaxien bildeten oder zumindest um einiges aktiver waren als jetzt. Und gleichzeitig gab es bereits schwarze Löcher. Und sie ernährten sich rasend schnell und bildeten extrem starke Quasare. Quasare sind helle Funkfeuer im Zentrum entlegener Galaxien, wo absorbierende schwarze Löcher heller strahlen als andere im Universum. Das Hubble-Weltraumteleskop blickte in einen schlafenden Quasar nahe der Galaxie M87. Es entdeckte eine winzige Region in der Mitte, wo Gase auf mehrere 10 Millionen Grad erhitzt und von Gravitationskräften auf Millionen von Kilometern pro Stunde angepeitscht werden.
Was also offensichtlich wurde, war, dass es unglaublich viel Masse gab und ein sehr kleines Volumen, dass aber die Masse keine Sterne sein konnten, wie die, die wir in unserer Galaxie sehen. Astronom Brian McNamara glaubt, rabenschwarze Löcher haben Auswirkungen auf die umliegende Galaxie und darüber hinaus. Kann ich einen Ausgleich haben? 180, gleiche Richtung. Wir stellen ihn auf 360 ein. Zeiger ist eingestellt. Guider is locked up. McNamara untersucht eine Spur der Verwüstung. Ist das nicht faszinierend? Alle anderen Galaxien sind durch Schwerkraft an dieses Galaxiencluster gebunden. Sie schwirren also alle um diese riesige Galaxie, wie Bienen um einen Bienenstock. Diese Cluster sind das Ergebnis von Kannibalismus in kosmischem Ausmaß. Diese Computersimulation zeigt, wie ein Galaxiencluster sich in einer dichten Region des Universums bildet, mehrere 10 Millionen Lichtjahre weit. Hunderte von Galaxien entstehen und wandern in Richtung gemeinsames Zentrum. Eine zentrale Galaxie verschluckt sie. Mit ihr wächst auch das Schwarze Loch. McNamara sucht nach dem Fußabdruck des Monsters. Das ist also eine gigantische Galaxie in der Mitte eines Galaxienclusters. Die Idee ist also, dass das eine große Galaxie ist und da unten im Zentrum, das kann man jetzt nicht sehen, ist wahrscheinlich ein schwarzes Loch mit einer Masse, die sich einer Milliarde Sonnen nähert. In den letzten 10 Millionen Jahren hat es ziemlich viel Materie verschlungen und eine riesige Eruption verursacht. McNamara sieht sich ein 2,5 Milliarden Lichtjahre entferntes Galaxiencluster an. Es heißt MS-07 und liegt versteckt in einer riesigen heißen Gaswolke. Es gibt eine Gasatmosphäre, die das gesamte Galaxiencluster durchdringt. Und die Atmosphäre ist wie unsere, nur dass sie viel weniger dicht ist und viel heißer. McNamara fällt auf, dass es in dieser Wolke zwei große, ausgehöhlte Löcher gibt. Zwischen dieses Loch und dieses passen 600 Milchstraßen. Unglaublich. Die Energie ist gigantisch. McNamara glaubt, dieser Ausbruch an Energie könnte der größte sein seit dem Urknall. Die Quelle verfolgt er zurück zum Kern der gigantischen zentralen Galaxie. Ein schwarzes Loch. Doch wie spuckt ein schwarzes Loch, das sonst nur dafür bekannt ist, alles um sich herum zu verschlingen, Energie quer durchs Universum? Was wir jetzt wissen, ist, dass wenn Materie hineinfällt, sie in einer runden Bewegung kreist, ähnlich wie abfließendes Wasser in einem Ausguss. Und die Geschwindigkeiten, die Materie um dieses schwarze Loch erreichen kann, grenzen an Lichtgeschwindigkeit. Und wenn Materie in dieser Geschwindigkeit reist, entsteht dabei extrem viel Energie. Wenn Materie von einem schwarzen Loch absorbiert wird, versucht sich ganz viel in einen kleinen Raum zu zwängen. Es ist, als würde man einen Hundefressnapf mit einem Löschschlauch füllen. Das meiste geht daneben. Ein Hochgeschwindigkeitsstrudel aus Materie wickelt sich um das schwarze Loch. Dabei entsteht ein starkes Magnetfeld, das riesige Mengen Gas ausstößt. Es erzeugt einen großen Materienstrahl, der hunderte Millionen Mal größer ist als die Sonne und direkt in die Galaxie strömt. Es ist vollkommen klar, dass schwarze Löcher im Zentrum von Galaxien sehr großen Einfluss auf ihre Umgebung haben. Sie verströmen einen gigantischen Strahl, der in Lichtgeschwindigkeit reist und Stoßwellen in das umliegende Medium aussenden kann und ihre Umgebung dadurch völlig verändert. Sie haben großen Einfluss. Diese Strahlen können die Galaxie regelrecht sterilisieren, indem sie die Entstehung neuer Sterne verhindern. Im Grunde können Galaxien extrem wachsen. Was wir aber im Universum beobachten, ist, dass sie es nicht tun. Und wir glauben, dass schwarze Löcher im Zentrum schuld daran sind. Sie könnten das Wachstum von Galaxien verhindern. In kleineren Galaxien kann diese Gewalt kreative Auswirkungen haben. Die Druckwellen schwarzer Löcher verteilen schwere Elemente, gebildet im Innern der Galaxie, und schaffen damit die Voraussetzung für die Entstehung neuer Sonnensysteme.
Für gewöhnlich sprechen wir bei schwarzen Löchern von Gottes Müllhalden. Dabei spielen sie auf der galaktischen Bühne eine große Rolle. Das Monster der Milchstraße könnte unser Sonnensystem mitgebildet haben. Doch was könnte es davon abhalten, uns zu vernichten? Alles hängt vom Speisenplan des Monsters ab. Ein Hauptunterschied bei Galaxien mit schwarzen Löchern ist, ob die schwarzen Löcher angestrahlt sind, weil sie alles Mögliche in ihrer Umgebung fressen. Unser schwarzes Loch muss schon seit Jahren auf Diät sein. 1999 entdeckte das Chandra-Weltraumteleskop jedoch ein kräftiges Signal aus dem galaktischen Zentrum. Eine Explosion direkt außerhalb des Ereignishorizonts. Für die Astronomen ist das ein Weckruf. Das war eine ziemliche Neuigkeit. Über viele Jahre war es für uns eine erstaunliche Tatsache, wie inaktiv das schwarze Loch war. Schon komisch, dass hier viele blaue Sterne sind und hier nicht. Jetzt eilen Reinhard Genzel und Andrea Goetz zu ihren Teleskopen. Sie wollen sehen, ob das schwarze Loch gleich etwas verschluckt. Eines der großen Rätsel über das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxie ist, warum sehen wir das nicht, was vom schwarzen Loch gefressen wird? Die beiden Teams tun sich zusammen. Fünf große Observatorien werden das schwarze Loch beobachten. Vom All aus sucht das Chandra-Röntgen-Observatorium nach energiestarkem Licht. Reinhard Genzel macht sich auf zu Europas sehr großem Teleskop in der Wüste Chiles. Andrea Goetz klettert auf den Vulkan Mauna Kea auf Hawaii zum legendären Keck-Observatorium. Wenn man dort ist, steht man nächtelang wie unter Strom. Man hofft, dass das Experiment funktioniert und dass das Wetter mitspielt. Und natürlich auch, ob das Teleskop mitmacht. Teleskopzeit ist teuer. Es darf kein Fehler passieren. Madeleine, wir sind soweit. Die Teams haben fünf kurze Nächte, um herauszufinden, wie viel das schwarze Loch schluckt. Sie messen dabei die Energie. Nacht 1, das Chandra Headquarter in Cambridge, Massachusetts. Zoom mal näher ran. Also die erste Nacht. Sieht nicht so aus, als gäbe es irgendwelche Flares. Das Teleskop zeigt nur Störbilder, Röntgenblitze von kleinen schwarzen Löchern, die durch das galaktische Zentrum wandern. Noch vier Nächte. Die zweite Nacht. Das Teleskop in Chile hat Probleme. Kann ich mal die Korrekturen sehen? Immer noch nicht viel. Vielleicht müssen wir den Göttern ein Opfer bringen. Soll ich mich freiwillig melden? Selbst wenn es Flares gibt, die sehr großen Teleskope können sie nicht sehen. Wir müssen die Erfassung wiederholen. Die Korrektur war nicht gut genug. Eine feuchte Stelle stört die sensible Optik. Es ist alles verschwommen. Wir müssen uns den Leitstern anschauen. Wir haben jetzt ein Problem mit dem Hautspiegel. Der 8-Meter-Spiegel scheint verzogen. Auf Hawaii sieht es auch nicht besser aus. Das Galactic Center Team spielt Verstecken hinter dem bewölkten Himmel. Wir kämpfen mit den Wolken. Gerade sah es noch besser aus, als könnten wir loslegen. Und jetzt wieder nicht. Endlich die dritte Nacht. Es flackert. Das deutsche Team hat Glück. In Chile entdecken sie eine Eruption. Das ist der beste Flare, den wir bisher gesehen haben. Ein neuer Lichtpunkt erscheint im Sternenfeld. Eins, das es vorher nicht gab. Hier sehen wir ganz klar, dass es an dieser Stelle keine Quelle gibt. Nur diese zwei Punkte. Auf der anderen Seite, in der gleichen Gegend, sehen wir die gleichen zwei Quellen. Und in der Mitte sehen wir noch eine Quelle. Das ist also die Flare-Phase. Als das Chandra-Team seine Daten aus dem All erhält, sehen sie es auch. Das ist ja riesig. Mindestens Faktor 15. So.
Die Röntgenbilder zeigen eine Spitze, die sich mit dem eingefangenen Lichtblitz der Deutschen deckt. Neuigkeiten von den Kollegen. Sie sind natürlich ein paar Stunden weiter westlich, wo die Sonne noch nicht untergegangen ist. Die Sterne des galaktischen Zentrums sind noch nicht am hawaiianischen Himmel aufgegangen. Getz hat den Flair verpasst. Das Warten ist das Schlimmste. In der nächsten Nacht bekommt das Team das, wonach es gesucht hat. Oh, das Bild gefällt mir schon viel besser. Das ist es. Echt? Wir nahmen Messungen vor, sahen aber nichts vom schwarzen Loch, nur einen Stern. Plötzlich war er da und strahlte. Und 15 Minuten später war er wieder weg. Das war also der Moment für unsere Messung. Es war total aufregend, dass wir ihn wirklich erwischt hatten. Irgendwann in naher Zukunft wollen diese Wissenschaftler das Monster direkt sehen, indem sie Observatorien aus aller Welt zu einem gigantischen Teleskop vernetzen, das stark genug ist, um ins Zentrum der Galaxie zu blicken. Was sie dann sehen, ist ein dunkles Spektrum, gerahmt von Lichtblitzen. Das sind alles nur kleine Flares, verglichen mit den monumentalen Eruptionen der Vergangenheit. Unser schwarzes Loch hatte eine wilde Teenagerzeit, davon bin ich überzeugt. Es hatte vermutlich Strahlen und versprühte jede Menge Materie. Und jetzt sitzt es im galaktischen Altersheim. Was könnte das Monster der Milchstraße zu neuem Leben erwecken? Könnten wieder explosive Energiestrahlen durch unsere Galaxie jagen? Die Wachen stehen am Ende der Erde. Astronomen am Südpol überwachen Radiosignale vom galaktischen Zentrum. Sie sehen Anzeichen für ein nahes Desaster. Ein gigantischer Gasring lauert direkt hinter dem zentralen schwarzen Loch der Milchstraße. Mit der Zeit wird er so viel wie 300 Millionen Sonnen anhäufen. Sobald der Ring einen Wendepunkt erreicht, bildet er einen zweiten Ring, der nahe um das Zentrum kreist. Der innere Ring wird sich in eine gigantische Wolke verwandeln und darin bilden sich wieder neue Sterne. Dann wird die Gaswolke in die Fänge des schwarzen Lochs geraten. Wenn die Fressorgie beginnt, wird die Eruption weit über die Grenzen unserer Galaxie zu sehen sein. Unsere Galaxie wird die nahende Fressorgie des Schwarzen Lochs überleben. Doch eine spätere Bedrohung wird sie vermutlich nicht überstehen. Galaktischen Kannibalismus. Unsere Galaxie, die Milchstraße, ist nicht immun gegen kollidierende Galaxien. Auch wir haben Nachbarn. Und irgendwann werden wir mit einem zusammenstoßen. Sogar jetzt ist das Ende unserer Galaxie nahe. Unser gigantischer Nachbar, die Andromeda-Galaxie, nähert sich uns mit über 1 Million Stundenkilometern. Mit den Maßen der Galaxie, Flugwegen und Gesetzen der Schwerkraft können Wissenschaftler vorhersehen, wie der Zusammenstoß der Giganten vonstatten gehen wird. Unsere Simulationen zeigen, was in ein paar Milliarden Jahren passieren könnte, wenn die beiden Galaxien wirklich irgendwann aufeinandertreffen. Zuerst werden sich die Galaxien umkreisen und umschlingen und sich dann gegenseitig zerreißen. Wie das wohl von einer anderen Galaxie aussehen mag. Sie werden zwei wunderschöne große Galaxien sehen, die aufeinander zukommen und langsam ihre Form verlieren. Sie werden neue Straßen sehen, wo Sterne und Gas in ein neu gebildetes Zentrum wandern und dieses wiedergeborene Monster ernähren. Die Kollision wird einen ganzen Sturm an Sternen und Gasen Milliarden von Kilometern ins All freisetzen. Manche werden auf die überfüllte Mitte einer neuen Galaxie zuschießen und noch weitere Großexplosionen auslösen. Und mittendrin wird unser kleines Sonnensystem in die Leeren des Alls geschleudert werden oder
im Schlund des Schwarzen Lochs landen. Während der Vereinigung werden zum Zeitpunkt der Verschmelzung viele Sterne explodieren und die Gase werden sich trichterförmig auf die Mitte zubewegen. Auch die beiden schwarzen Löcher werden miteinander verschmelzen und viel von diesem Gas schlucken. Das schwarze Loch in unserer Milchstraße wird also glühen und so viel Energie freisetzen, dass das ganze Gas drumherum durch diesen kräftigen Wind wegfliegt. Die Milchstraße wird zerstört werden. Doch was ist mit dem schwarzen Loch in der Mitte? Es wird sich mit dem von Andromeda vereinen. Sterne und Galaxien kommen und gehen, doch supermassive schwarze Löcher werden einfach nur immer größer. Früher waren sie die Freaks des Weltalls. Heute gelten schwarze Löcher als Ergebnis eines rastlosen Universums. Wenn wir in die Zukunft blicken und zu verstehen versuchen, wie wir entstanden sind und wie all diese Materie ins Universum gelangt ist, können wir schwarze Löcher einfach nicht ignorieren, weil sie eine absolut fundamentale Rolle zu spielen scheinen. Schwarze Löcher formen nicht nur aktiv die Umgebung, in der sie entstanden sind, sie richten dort auch mächtig Chaos an. Man wirft ein hungriges Monster mitten rein und es bringt Gaswolken durcheinander. Es schleudert Sterne durch die Gegend. Es erzeugt Energiefelder, die jeden in seiner Umgebung braten würden. Das macht das Zentrum von Galaxien zu spannenden Orten. Schwarze Löcher sind also die Würze des Universums. Für die Evolution von allem, was unseren Nachthimmel erleuchtet, spielen sie eine große Rolle. Obwohl wir sie nicht sehen können, sind sie die geheimen Schatten hinter den tanzenden Galaxien. Wissenschaftler bringen uns heute näher zu einer dunklen Existenz, die vor langer Zeit in unserer Galaxie ausbrach und das Universum, wie wir es kennen, formte. Noch schläft das Monster friedlich, doch wie lange werden wir warten müssen, bis es erneut erwacht? Die schwarzen Löcher sind die Nimmersatz unseres Universums. Sie fressen alles und jeden. Auch unser Sonnensystem. Naja, wenn wir die Kollision mit dem Andromeda-Nebel, was wir gerade gesehen haben, überleben würden, dann wäre es tatsächlich so. In vielen Milliarden Jahren würde das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße auch uns schlucken. Ja, und dann wäre es vorbei. Viele Leute glauben übrigens, dass auch schon viel früher von einem schwarzen Loch geschluckt werden könnten. Dann nämlich, wenn der Teilchenbeschleuniger in Genf zum ersten Mal arbeitet und dabei auch schwarze Löcher produziert. Aber keine Sorge, die sind so klein, die würden in Mikrosekunden wieder zerstrahlen. Darauf hat übrigens schon Stephen Hawking hingewiesen. Und dazu kommt, seit Jahrmilliarden produziert die extrem harte kosmische Strahlung kleinste schwarze Löcher in unserer Atmosphäre. Aber nichts ist bisher passiert. Also keine Sorge, da wird auch nichts passieren. Aber irgendwann wird natürlich unser Universum ein Ende haben. Aber wie wird das aussehen und was kommt danach? Wenn Sie sich auch schon mal solche Fragen gestellt haben, dann sollten Sie dabei sein bei unserer nächsten Sendung, Der Tod des Universums. Bis dahin,